Vor dem Nürnberger Museum Industriekultur kommt es bei Kunst und Krempel nun zur generalstabsmäßig geplanten Überführung eines monumentalen Gemäldes. Da kommen unwillkürlich Vergleiche mit einem ganz großen General und Staatslenker auf. Wir haben es immer genannt, George Washington crossing the Delaware River, obwohl das damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Es kommt aus ganz einer anderen Ecke. Ja, über Wert haben Sie sich noch keine Gedanken gemacht, aber ein bisschen überlegt man ja, oder? Größe, Alter. 200 Jahre alt, riesengroß, wunderschön, ein super nettes Lächeln, ein Reisender unterwegs, bevor er losfährt, nach oben offen auf der Richterskala. Hallo, grüß Gott. Ja, das ist wunderbar. Guten Tag. Grüß Gott. Wem gefällt's nicht? Der zeigt auf. Zweien gefällt's nicht. So mittel. Und wem gefällt's? Na bitte. Jetzt versuchen wir beide, dieses Match 50-50 zugunsten eurer Eltern zu beeinflussen. Ja, was wissen Sie denn über dieses Herrenporträt und wo kommt es her? Wir wissen, wer abgebildet ist. Das ist der Herr Gotthard von Völkersamen. Wir wissen, wer es gemalt hat. Und den Namen hat sich meine Frau besser gemerkt als ich. Wir haben einen Brief gefunden, von dem Herrn selber geschrieben an seinen Bruder. Und da schreibt er, dass er von einem Professor Mattei aus Dresden porträtiert wird. Und dieser Brief ist datiert 1820. Mhm. Ja. Ist das jetzt ein Verwandter von Ihnen? Ein sehr entfernter Verwandter. Sehr weit verwandt. Ja. Aber ich hätte gern so einen eleganten Verwandten. Es ist die Höhe dessen, was männliche Schönheit in der Kleidung und in der Gesuchtheit des Accessoires überhaupt bieten kann. Wir sind hier im Jahre ziemlich genau 1820, denn 22 stirbt er ja bereits. Und das war die Hochzeit des Dandytums. Dandytums benannt nach dem englischen Modeideal, wo es auf äußerste Schlichtheit, bei äußerster Gesuchtheit und höchster Qualität ging. Der Held dieser Zeit war Beau Brummel, ein Dandy namens Georges Brummel, befreundet mit dem englischen Prinzregenten. Also er trägt diese Pellerine, dann einen blauen Redingotfrack, ungarische Stiefel mit diesen Tassels, mit diesen Quasten vorne dran. Und er hat innegehalten, denn sein Pferd muss neu beschlagen werden. Es ist eine zufällige Rast auf der Reise, die der Künstler hat, vermocht hat darzustellen. Es erzählt uns aber noch eine ganze Menge anderer Dinge. Denn es ist das elegante Porträt eines reichen Mannes. Eures Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel vielleicht. Daher ist es ja durchaus interessant, sich dem ein bisschen näher zu kommen. Er ist auf einer Reise. Und vielleicht ist es ein Zitat in diesem Bild, wo er auch von dieser Reise erzählt. Wenn wir diese Stadt hier hinten anschauen mit den großen Türmen, das sind keine Kirchtürme, sondern das sind wahrscheinlich Geschlechtertürme. Das heißt, es ist wahrscheinlich Italien. Die Brücken, diese römischen Brücken, die weite Landschaft, das Gebirge, vielleicht der Apennin. Er erzählt von seiner großen, vielleicht, diese Dinge sind immer nicht ganz sicher, aber von seiner großen Reise oder dem großen Erlebnis seines Lebens, denn wir wissen aus seiner Geschichte, dass er auch in Italien war. Und der Maler, der von Ihnen ganz richtig Mattei genannt worden ist, war ja kein Unbekannter. Er war also dann späterhin sogar Direktor in Dresden in der Galerie. Es gibt auch vom berühmten Maler Kersting ein Porträt, wo man den Mattei in seinem Atelier sieht. Das war einer der wirklich guten Porträtisten dieser Zeit. Er hat in Wien beim Füger gelernt, er hat die Porträts, die großen Porträtkünstler Europas kennengelernt und er hat es vollkommen richtig gesagt, ein eleganter, an einen Felsen gelehnter, der sich da jetzt für die Nachwelt, für euch, für alle anderen porträtieren lässt, damit man weiß, wie er ausgesehen hat. Er war Balte, nicht wahr? Er war Balte. Dieser etwas in die Ferne gerichtete Blick, wenn er die Augen anschaut, er schaut einem ja nicht an, sondern er schaut ein bisschen so ins Narrenkastel. Dieser Versuch, dieses Eleganten dort mit der Reitpeitsche, obwohl er gar nicht mit dem Pferd unterwegs ist, reitend, sondern auf einem Wagen, das ist die Darstellung eines Eleganten. Heute würde sich ein Onkel, ein späterer Onkel, vielleicht vor seinem, sage ich kein Auto, aber vor seinem Sportwagen mit 500 PS
hinstellen, irgendwo in Sanremo oder in Florenz und sich fotografieren lassen. Früher war das nicht möglich und früher hat man mit sehr viel mehr Zeit dann Kunstwerke geschaffen. Und das Bild ist ein Kunstwerk. Und es ist nur, weil sein Alter viel zu großer Mann ist, noch kein Grund, es nicht cool zu finden. Es ist besonders cool. Ein schönes Bild, schöne Qualität. Und ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen oder auf den Streit zwischen euch vorbereiten, wer es dann einmal übernimmt. Ja, und da hat mein lieber Freund Herr Giese völlig recht. Der Begriff cool, der wurde in England in den 20er Jahren erfunden, um eine besondere Gelassenheit und Unbewegtheit zur Darstellung zu bringen. Und das war das höchste Lob, das dieser Haltung entgegengebracht wurde. Und das Ganze hat auch einen Preis, kostet viel Geld. So ein Bild wie das, wenn es heute auf einer Auktion ist, mit dem Wissen, mit dem Brief, dass es wirklich von Matthäi ist, kann das durchaus heute gehen auf 15.000, 18.000 Euro. Und da kriegt man auch schon ein Auto, nicht? 15.000, 18.000 Euro, viele Computer. Aber der Unterschied ist, das wird bleiben und wird in seiner Schönheit unveränderbar sein. Und daher jeden Tag einmal vorbeigehen. Haben Sie es hängen? Derzeit leider nein, also, weil im Wohnzimmer hält man Platz, aber da wird es warm und kalt. Das ist, macht nichts. Das macht dem Bild nichts aus. Nein, wenn keine Sonne drauf scheint. Hinhängen und die Kinder einfach immer schauen lassen. Dann gewöhnt man sich dran und dann sagt man Onkel. Aber es ist wirklich ein bedeutendes Bild und gratuliere und danke, dass Sie die Mühe auf sich genommen haben, dieses doch nicht unbedingt kleine Bild uns zu zeigen. Es ist wirklich malerisch ein besonders schönes Stück. Eine besondere Freude. Und vielen Dank. Lesen Sie danke mal über Ihnen. Georges Brumel nach. Okay. Dankeschön. Danke. Ihr wollt es nicht aufhängen? Nein. Warum nicht? Uns gefällt es nicht. Ist alt. Weiß nicht. Mag es nicht. Mag moderne Sachen lieber. Aber cool, haben die Experten gesagt. Ja. Ich glaube, das kommt mit der Zeit, dass man ein cooler Dandy schätzen kann.